verstehe ich. Definitiv. Wir haben die Tafel derweil aktualisiert. Na schau, haben wir die Akte Mr. Freeze. Ja, da brauche ich eigentlich hier gar nicht schauen. Oh, hätte sein können, vielleicht haben wir Punkte gekriegt. Wer weiß, wer weiß. Hätte sein können. Passt. Ja, dann würde ich sagen, Clayface, willkommen. Du willst schon wieder trainieren? Sie zu holen würde zu lange dauern. Du wolltest nur auf cool machen und der Holz steckt gerade irgendwie den als im Tisch drinnen. Oh. Das führt doch zu nichts. Der Tisch in Tisch. Alles klar. War nicht noch irgendwas mit? Ich trinke, glaube ich, nichts. Das Wasser? Hast du wieder was kaputt gemacht? Ha. Sie scheinen nach Norden zu wandern. Tim, der Ton bewegt sich. Das macht er manchmal, kein Ding. Tim? Oh je. Tim, er ist in den Abfluss. Warum hast du nichts gesagt? Hab ich. Das hat er wirklich. Aber er wollte noch Norden. Leute, komm mal her! Alle Stücke von Clayface in der Stadt halten auf Staubecken zu. Toll. Dann erledigen wir alle auf einmal. Du hast das gesehen. Wenn sie die Rohre blockieren wie hier, baut das riesigen Druck auf. Wenn der Damm bricht, wird North Gotham geflutet. Ohne Zeit zum Evakuieren. Ich rufe Montoya an und sag ihr, was los ist. Wir regeln das. Let's go. Und wir schon einmal dort vorbei und halten ihn auf. Vielleicht nicht das letzte Mal, weil da hat er sehr viel Möglichkeit zu fliehen. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Da kann er definitiv fliehen. Sehr, sehr einfach fliehen. Commissioner Kane ruft dauernd an. In der ganzen Stadt gibt es kein Wasser. Wir sollen uns sofort drum kümmern. Dann gehe ich jetzt. Irgendwas Besorgniserregendes da drin? Die meisten Leute von der Nachtschicht sind gegangen, nachdem sie gesehen haben, dass der Schlamm die Rohre hochfließt. Du solltest hier bald deine Ruhe haben. Damit komme ich klar. Besser du als ich. Verzieh dich, bevor die Verstärkung eintrifft. Ich würde ja sagen, ich mache mal die Mission da fertig. Was heißt da? Sie schleichen fix nicht. Wir gehen jetzt einmal da rein. Das ist ja allererste Mal, dass wir da drin sind. Sehr schön. Weil der Gefühl in halb Gotham waren wir schon überall drin. Das ist auch einer der geilen Momente. Was ich sagen muss, in Gotham Knights, dass du gefühlt wirklich überall irgendwo schon mal drin warst. Glockenturm, ich bin jetzt drin. Ich kann Clayface nicht sehen. Kommt noch. Das muss eine Falle sein. Kommt noch, Digi. Bleib geduldig, bleib geschmeidig. Er kommt doch früh genug. Da ist ja sie. Ist nicht normal, dass Wasser rinnt, oder? Also so rinnt. Versammelt sich. Versammelt sich. Das kann lustig werden. Ich würde aufpassen, nicht dass irgendein Schäster genau auf uns drauf kommt. Tja, das ist nicht gut. Ich würde mal sagen, perfekter Moment. Der kann so leicht fliehen von hier. So leicht. Wir werden mindestens noch eine Mission, glaube ich, haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das schon alles war. Kann viel zu leicht fliehen. Außer er bekehrt ihn. Das kann auch sein. Dann sagt er, gepasst. Ich stelle mich oder irgendwas. Das ist mein guter alter Clayface. Sehr schön. Okay, Nahangriffe. Schon mal sehr, sehr gut.
Gescheißen, Alter, mit deiner scheiß Armfähigkeit, Alter. Okay, dafür hat er eine andere Fähigkeit. Ich verstehe es. Sie ist cool. Sie ist definitiv cool. Ach, du hast nichts gespürt? Schau mal. Oh, da ist jemand gefickt. Okay, wir sind gefickt. Wir sind definitiv gefickt. Das hat sich aber selbst Meier gepackt, ein bisschen. Mit der Aktion. Freu dich noch nicht zu früh. Ich hab's ja gesagt, da kommt mindestens noch eine Mission. Hier so das Gefühl. Glockenturm? Clayface ist weg. Sind Sie sicher? Wir haben noch was auf dem Schirm. Der ist fix noch da. Der braucht halt nur ein bisschen länger jetzt. Der ist jetzt ein bisschen Wackelpudding. Zu ihrem Standort. Hast du echt gedacht, das wäre so? Ja, vielleicht kann ich das so, oder? Wäre in dem Fall definitiv nicht so ohne. Darf ich fahren? Lass mich fahren, lass mich fahren. Ich weiß, was ich jetzt tue. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wie gesagt, kommt lass mich fahren. Freut mich. Das gefällt mir. Boah, es wird immer knapper und knapper. Gib Gas, Avra, gib Gas. Gib Gas, Digi. Ui. Ui, Mendo. Er kitzelt schon meinen Arsch. Ich sehe ja das Gefühl. Wenn ich schon aufpasse. Ich fühle jedes Mal, wenn ich irgendwie ansatzweise nur einen kleinen, mini-kleinen Fehler machen würde. Oder mich schon. Ja, Gott sei Dank. Das war gut. Das war gut. Jetzt schwören können, er hat mich. Jetzt schwören können. Steve, der breitet sich aus, da wieder legt mir mal ist. Der Hundling. Aufpassen. Aufpassen. Gefährlich. Links, okay. Das war jetzt schon wieder ein bisschen knapp. Hab ich schon fast nicht gesehen. Entweder wir kommen da irgendwann einmal raus oder ich weiß nicht. Oder wir kommen dann doch zu einer trockenen Stelle. Auf jeden Fall. Zumindest. Wie lange hält denn eigentlich der Motor? Wie müsste ich eigentlich tanken gehen? Ich habe mal kurz eine Fangfrage, weil es kann lustig werden, wenn wir das nur länger so weitergeht. Schaut aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich hier trocken aus. Und er kann da trotzdem noch durchrinnen. Also er kann noch weit kommen, meiner Meinung nach. Ah, wird da jemand brüchig oder was? Vielleicht können wir das zu unserem Vorteil nutzen. Das wäre interessant. Das wäre interessant, ob wir das zum Vorteil nutzen könnten. Wo ist die Klappe? Wenn diese Szene ist vorbei. Mhm. Wie das einfach mal nachwächst. Geil. Fostern vergiften. Fostern vergiften. Ja! Wie steppert. Da kommt ein bisschen was zusammen. Mit der vergiftet ist der Bre. Was zusammen. Ah, leider war nur ganz, ganz kurz.
Das stört mich gerade jetzt ein bisschen, dass es jetzt nicht wirklich lang gehalten hat. Und überhaupt nicht lang gehalten, die Vergiftung. Das stört mich gerade. Da kommt aber viel Kritisches. Da kommt aber viel Kritisch. Bist du was? Und da los. Ja, ich spiele mich da gerade jetzt eher ein bisschen mit ihm. Da finde ich nicht schlecht. Finde ich definitiv nicht schlecht. Ich würde mal sagen, jetzt haben wir gleich die nächste Phase erreicht. Ich hätte mir aber auch gedacht gehabt, dass wir ihn quasi mal ein bisschen kurz herst und die geht so und so war es. Kannst du dich nicht erinnern? So ein bisschen bekehren. Das war ja eigentlich quasi, hätte ich mir eher gedacht gehabt, die ursprüngliche Idee der Mission. Dass da irgendwas in dem Dreh war. Hätte ich mir jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Okay, lasst mich dann jetzt mal langsam. Was? Danke. Ich will nur mal kurz vergiften. Das wäre super. Das wäre die gelernt, dass wir da mal die von kurz vergiften. Das wäre super. Ich wollte gerade sagen, so nur mal ausweichen. Okay, jetzt kann es lustig werden. Die dritte Phase gefällt mir gar nicht. Dritte Phase? Nee. Muss nicht sein. Ja, für dich vielleicht. Prost. Also ich muss mich 20.000 Mal noch heilen. Wird dann schon schlecht aus für mich. Ach, Gott sei Dank. Ich wollte einfach nur gesehen werden. Aber wie sie so dasteht, so, ja, so mit der Wand, so, ja, sieht aus, als hättest du Spaß gehabt. Im Ernst, ich hatte Spaß. Sorry, dass du auch. Ja, von wegfahren. Der übliche Papierkram eben. Ich habe schon krassere Sachen erlebt als so ein Tonmonster, das die Stadt überfluten will. In Gotham City wird's eben nie langweilig. Ja, stimmt. Commissioner Kane will, dass ich jedes Tonstück einzeln einpacke und beschrifte. Danke dafür. Sie hat's wohl auf dich abgesehen. Das ist die Untertreibung des Jahres. Oh. Alter! Komm nur so deppert sein, Alter, dann kommt er gleich wieder raus. Ich sag's euch, wenn ihr Strumpfhosenträger nicht so nützlich wärt. Warum versuche ich es überhaupt? War ein netter Versuch. Ah, definitiv nicht schlecht. Wieder versteinert. Nacht 26. Alles klar. Sehr gut. Dementsprechend würde ich sagen, da haben wir dann mal alle. Da haben wir dann in dem Fall definitiv alle. Gotham City ist so sicher wie seit langem nicht mehr. Sorry dafür. In der Datenbank kannst du geschlossene Fallakten einsehen. Okay, schön.
Da werden wir definitiv noch so einiges brauchen. Ja, dann machen wir da ein bisschen was in der Stadt, hätte ich gesagt gehabt. Ich hätte gesagt gehabt für mich selber, so trophäentechnisch, dass wir einfach nur quasi ein bisschen fusionieren. Auch wenn es komplett unnötig ist. Dass wir auf unsere 50 Fusionen kommen. Weiß nicht, wer da drauf kommt, dass wir 50 mal fusionieren müssen, aber okay. Welcher Entwickler? Aber lass ich gern so durchgehen. So dass ich dann vielleicht ein Platin krieg. Verstehe aber nur trotzdem halt nicht, warum ich die Trophäe nicht gekriegt habe mit maximaler Stufe. Das verstehe ich halt nicht. Das verstehe ich bis jetzt noch immer nicht. Okay, wenn das dann halt quasi in so komisch Dingsbums bla 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 ist, wird das dann noch besser? Kann das sein? Kann das sein? Vielleicht? Boah, könnte vielleicht hinkommen. Wer weiß, wer weiß. Du könntest wenigstens sagen, so passt das jetzt wenigstens so ungefähr schon mal wieder. So 10 drinnen. Da sind die eigentlich alle gleich. Da passt es dann eh. Bam bam, bam bam, bam bam, bam bam. Kannst du eigentlich das mit so einem Hover auch kombinieren? Ja, wird gehen. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Ja, da haben wir noch sehr viel zum Kombinieren. sehr viel zum Kombinieren noch. Aber viel Spaß. Ja, Fusionsexperte, sind jetzt die 50? Sind die 50. Passt. Haben wir das wenigstens auch gleich erledigt. Leute, dementsprechend hätte ich gesagt gehabt, haut rein, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.